Der Zephyr als alternative Verbesserung zu Stachel, die man früher nur zum Nashas Zahn für AP-Chars wie Teemo und dem Angriffstempo halt bauen konnte. Jetzt kann man Stachel aber auch zu Zephyr verbessern, wodurch wir deutlich auch ein AD-Item haben. Denn es gibt mir zusätzlich zu dem 50% Angriffstempo 10% Lauftempo und 20% Angriffsschaden und Abklingzeitverringerung von 10%. Und gibt mir die Passive von Zähigkeit, dass ich, wie bei den Merkurschuhen oder jeglichen anderen Zähigkeits-Items, CCs jeglicher Art um 35% verringere, also die Zeit, in der ich CC'd werde. Das heißt, dann nicht 2 Sekunden dauert, sondern 1,5 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass ich deutlich weniger lange gestunt bin. Runans Hurricane. Den würde ich euch gerne zeigen, der ist aber nur für den Fernkampf und ich wollte jetzt nicht für das einzige Fernkampf-Item den Champion wechseln. Deswegen kann ich euch den so zeigen. Ist ein ziemlich, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Es gibt mir 70% Angriffstempo, was ja eigentlich gut ist. Allerdings gibt es mir sonst nichts und es hat halt nur die Fähigkeit, die Passive, dass ich zwei weitere Bolzen auf zwei Ziele in der Nähe von meinem eigentlichen Ziel feuere und die Hälfte ungefähr an Angriffsschaden mache. Das ist ganz gut, so du hast relativ viel Angriffstempo, kannst jemanden anschießen und dabei mehrere treffen und auch mehrere dabei slowen, so wie bei Ashs Q. Wenn Ash ihren Q aktiviert hat, dann kann sie ja mehrere, also jemanden slowen und mit Runans Hurricane kann sie dann halt drei Ziele slowen, so gesehen. Das ist ganz gut für Chars, die Champions, die auch wirklich Treffereffekte auslösen müssen auf mehrere. Aber ich finde das jetzt nicht so ein tolles Item. Ich weiß es nicht. Es gibt deutlich bessere. Ja. Erstmal, ich fange mit der Machete des Jägers an. Das ist das Anfangs-Item eines jeden Junglers geworden. Denn mein Schaden an Monstern wird um 10% erhöht. Und zusätzlich verursacht meine normalen Angriffe noch 10 zusätzlichen absoluten Schaden an Monstern. Also, ja, deswegen wird es wahrscheinlich das Start-Item jedes Junglers sein. Ich persönlich finde es jetzt okay. Man kann es aber auch immer noch mit den normalen Items schaffen. Also es ist kein Muss. Es ist eine Erleichterung im Jungle, aber es ist kein Muss. Und dementsprechend kann man die Machete dann wieder zu Madrid Schnitter und Madrid zu Riggles Laterne verbessern. Oder halt dies jetzt auch zum Geisterstein, der mir dann gewisse Regenerationen gibt und diesen verursachten Schaden an Monstern nochmal um 10% erhöht. Aus dem Geisterstein kann man dann drei verschiedene Items machen, die sich auf drei verschiedene Klassen spezialisieren, sag ich jetzt mal. Einmal für den Angreifer, also für den AD, gibt mir das 50, also für den, sagen wir mal, offensiven Jungler, gibt das nämlich 50 Angriffsschaden, meine üblichen Regenerationen und halt den erhöhten verursachten Schaden an Monstern. Dazu kommt aber noch die passive Verbrennen, die nämlich dafür sorgen, dass meine normalen Angriffe Zauberschaden machen für 3 Sekunden lang an dem Gegner und die abhängig von der Stufe ist. Dann kann ich noch ein Tank-Item daraus bauen, das mir 500 Leben, 30 Rüstung, die Regeneration gibt und diesen Schaden an den Monster nochmal um 5% erhöhe, weil man hat, ist ja Tank, deswegen kann man nicht so viel Schaden mehr machen an den Monstern. Und dazu halt die Zähigkeit noch gibt, falls man die nicht irgendwo anders geholt hat. Und die AP-Jungler. Ich kriege 40 Fähigkeitsstärke, habe die Lebensregeneration nicht mehr, dafür aber eine erhöhte Mana-Regeneration. 20% Zaubervampir, 10% Abklingzeitverringerung und verursachten Schaden an Monstern um 25% erhöht. Also ist doch deutlich für AP ist jetzt wieder variable, sage ich jetzt mal. Pushen die gerade... Oh, pushen die jetzt gerade durch? Das ist aber nicht gut. Wollen wir mal eben ändern hier. Wir dürfen noch nicht durchpushen hier. So, Mikaels Feuerprobe. Ein Support-Item, kann man so sagen. Es gibt mir nämlich 300 Mana, 40 Magieresistenz, 9 Mana-Regeneration und
Erhöht meine Mana-Regeneration um 1% für jedes Prozent, dass ich Mana zu wenig habe. Also fehlt. Ich werde hier gleich fertig gemacht. Naja, egal. Dann zeige ich euch das gleiche in der nächsten Folge, so gesehen. Und aktiv kann es halt, so wie alle anderen Sachen, alle CCs halt entfernen, sowie die Quecksilberschärpe und mich für einen gewissen Wert, also für 150 plus 15% meines fehlenden Lebens heile. Also wenn ich nur noch 100 Leben von 2000 habe, dann heile ich mich um 150, jetzt wurde ich besiegt, und nochmal 400 oder so. Ich weiß es nicht genau. Da habe ich jetzt verloren. Das heißt dann wohl, dass ich das nächste Folge für morgen dann verschiebe. Da zeige ich euch dann noch ein, zwei Items, die ich jetzt gerade für den AD noch nicht gezeigt habe, und dann halt noch die AP-Items. Naja, man sieht sich dann morgen.